Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Und wir haben hier das Fahrzeug nochmal ein bisschen umgebaut. Der Schrott hat mir nicht so gefallen, den ich das letzte Mal verzapft habe. Wir haben hier unser Geschütz drauf, wir haben dreimal den Kühler und haben das Ganze hier noch ein bisschen dekoriert und ja, können dann eigentlich direkt ins Gefecht starten. Wir brauchen auch noch einmal Sprit für den nächsten Raid machen zu können. Wir sind jetzt bei 15, 20 brauchen wir. Und ja, gucken wir mal, was hier so alles abgeht. Dr. Hans wurde zerstört. So, ich würde gerne ein bisschen ranzoomen können. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, uns hat unsere Deko abgerissen. Opilein, du musst uns helfen. Der ist unbewaffnet, sehr gut. Okay, die Runde verlieren wir leider. Aber ich werde überleben und fliehen. Niederlage. So, aber wir haben ein bisschen Reputation erhalten. Und ja, gucken uns das nächste Gefecht an. Mut und Wahnsinn haben wir auch bald abgeschlossen, aber wir müssten halt einen Raid machen und da Maschinengewehre nutzen. Aber die Waffe ist schon cool. Ich hätte ja eigentlich gerne lieber den Raketenwerfer, aber... Vor allen Dingen durch unsere Kühler haben wir halt die Möglichkeit, richtig schön viel zu ballern mit dem Ding. Wobei zwei davon natürlich auch übelst wären. Hallo, da ist doch jemand. Macht das richtig ordentlich Damage. Und da hat es unser Geschütz zerrissen. Ärgerlich. So. Die Dinger, die machen so ultra viel Schaden. Ist halt kacke mit dem mit den Zielen, aber wenn du damit wirst, dann machst du eigentlich immer ein riesiges Loch in den Gegner.
Damn. Sieht schon cool aus, was er da gebaut hat. Er hat auch die Lunatics genommen, das sieht man unten am Rahmen. Boom. Aber ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass man den Gegner trifft. Oh. Der ging in die Luft. Ich kriege ihn gleich kaputt gemacht. Es ist nicht nur wichtig, dass man den Gegner trifft, sondern auch wo. Das heißt, ein Waffentreffer zum Beispiel ist eine coole Sache, weil man dann die Waffen halt disablen kann, beziehungsweise runterschießen kann. Und man kann halt, wenn man gezielt auf das Cockpit schießt, dann ist es eigentlich fast egal, wie viel Panzerung das Fahrzeug hat. Oder man schießt dem Gegner die Räder weg und sorgt halt dafür, dass er nicht mehr abhauen kann. So, nächste Runde. Das Ding ist ziemlich flach. Auch ein Geschütz drauf, ne? Harton 1337. Ein bisschen Fernsehen. Nein, eigentlich nur auf YouTube. So, will ich hier sein? Ich weiß es nicht. Boah, der hat zwei davon. Wie heftig übertrieben ist das denn bitte? Nein, nicht darunter. Möchte nicht von der Artillerie getroffen werden und man muss vielleicht mal da runter und dann mal Action machen. Was soll das? Okay, die war nicht wirklich gut, die Runde. Ja. Gut, nächste Runde wird besser. Ganz bestimmt. 4 Sekunden und dann geht's weiter. Also ich finde, das sieht cool aus, das Ding. Bad Fat. Destroyer the One. Aus Hilfe. Warfighter. Ja, auch dieses Flugzeugcockpit, das finde ich richtig cool. What? Wo sind wir hier? Wir sind hier gar nicht wieder falsch. Und da hat man noch eine Waffe zerrissen. Oh Mann! Ich glaube, mit den MPs hat man echt die besten Ergebnisse. Warfighter wurde zerstört. Das ist so heftig, wie der so vorne hochfliegt, wenn er seine Energie abfeuert.
Heftig. Den hat's auch zerrissen. Treibstofftank hat einen blauen. Was ist. Ach, verstehe. Der hat hier so Funk gedettet drauf. Aha. Und vorne nochmal ein Motor. Die Drohnen sind gleich wieder verfügbar. Ja, super. Das ist auch eine coole Spielweise irgendwie. Yeah! Das rockt. Und da sind die Drohnen weg. Und jetzt hat er so einen Cooldown. Also wir sind immer noch für eine gewisse Zeit da. Ich mag auch das Cockpit, was er da hat. Das ist, glaube ich, auch von den Raider-Gedöns, Tralala-Leuten. Also immerhin haben wir ein bisschen Schrott bekommen. Aber wir kehren jetzt mal zur Garage zurück und machen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal ein anderes Fahrzeug. Und zwar nehmen wir das Schrotflinten-Ding. Ich glaube, wir nehmen mal den Klotz. Ja, hätte ich gerne. Ja. Ja. Gefecht. Hol dir die Reifen. Oder das Geschütz. Ja, nehmen wir mal das Geschütz. Wir brauchen, glaube ich, noch ein Flugzeugtriebwerk für die Kettensägen-Flex. So. Da kommen wir angerollt. Wir sind ziemlich schwer bewaffnet. Aber nur nach vorne. Action! Ah, wir haben keinen Sprit dabei, das ist schlecht. Wir wollen noch. Oh, wir haben keinen Wagenheber. Fast gut. Boah, nimmt er uns gerade auseinander. Was ist das? Heilige Mutter, was auch immer. Der hat hier so eine epische Kettensäge der grauenhaften Zerstückelung da vorne dran. Alter. Wir haben ein Ziel. Ich will das. Zur Garage, ja. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür das da erstmal. Er hat uns bis jetzt die besten Dienste erwiesen. Fraktionen. Konstruktion. Spitfire. Ach, wir sind in der falschen Fraktion. Wir hätten gern. Geh weg jetzt, Lunatics. Konstruktion. Kreissäge. Haben wir. Kriegen wir. Wagenheber haben wir. Flugzeugtriebwerk. Kriegen wir auch hin. Und wir brauchen eine Flex. Nicht Flexketten, da trotzbar. Oh, da brauchen wir zwei von. Okay, das könnte.
Kriegen wir hin. Gefecht. Hol dir das Geschütz. Das Flugzeugtriebwerk brauchen wir eigentlich. Den erkenne ich nicht. Ist aus Overwatch, oder? Ist aus Overwatch. Kommt gleich ein Reinhardt vorbeigeflogen. Oh. Hab ich dir dein Ding runtergetroffen? So, und den hat es dann auch zerlegt. Achso, wir treffen uns hier in der Mitte und haben Spaß. Okay, machen wir so. Oh, was zum... Warum? Aus welchem Grund? So. Da hast du überfallen. Was ist das? Ich möchte leben. Will leben. Haben wir das? Yay! Da kommt ein kleines Fahrzeug. Und wir haben ein Geschütz bekommen. Zur Garage. Jetzt laden wir mal unseren Sprit auf. Jawohl. Dann können wir nochmal ein Bravel machen. Einen Raid. Und zwar Gleitzug. Raubzug? Was ist denn Raubzug? Unter der Nase wegstehlen. Das können wir. Gut. Klauschwein-Modus aktiviert. Let's Giovanni. Rage 1307. Wen haben wir noch? Reflex. Reflex View. Osmi und DHX 87. Das ist mir eine Ehre. Und eine Freude zugleich. Da hat es geblunken da unten. Ich bin wieder zu enthusiastisch am Umgehen. Mein Aim ist auch vom allerfeinsten. Genau, hupen wir. Aus der Bahn. Ich bin im Knacksclub. Was macht der da hinten? Oh, wir werden ordentlich gegriffen. Fahr doch mal über deine eigene Mine, da wäre ich jetzt sehr dankbar. Ja, danke. Destruction. Hier brennt's überall, ich war das nicht. Feuer, Feuer.
der schnappt sich die Beute und dann müssen wir abhauen. Ja, der Schwindibus. Gegner. Der hat auch so eine coole Drohne. Ich will das auch. Warum hat der eine Drohne und ich nicht? Ich hasse dieses Spiel. Ja. Fährt er da alleine rum? Ja, kannst du schon nichts mehr? Nerven aus Stahl. Schließe erfolgreich 10 Raids ab. Wir sind ein Raider. Dann haben wir 200 Sechsecke bekommen. Und nochmal 50 Sechsecke. Und Reputation. Cool. Dann gucken wir mal, was uns denn hier als nächste Belohnung droht. Zerstöre 75 Raider in Raids abgeschlossen. Wird schwierig mit dem Sprit, den wir hier haben. Was ist hier los? Neuer Tag, neue Herausforderung, genau. 5 Raids mit einem Geschütz, das werden wir heute auch nicht mehr schaffen. In 15 Missionen gewinnen, das könnten wir heute noch hinkriegen. Zu diesem Zwecke. Holen wir uns die Reifen oder holen wir uns das? Ne, wir holen uns das Geschütz. Weil wir wollen ja ein Flugzeugtriebwerk haben. Bam, 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 bam. So. Hier diese 0815 Namen, das sind übrigens Bots. Die werden dann durch nachrückende Spieler ersetzt. Ist das ein Säuresee? Sieht aus wie ein Säuresee. Cool. Gehen wir die Füße sehen, passiere durch den Säuresee. Ach, guck mal an hier. Vielleicht will ich von hinten an. Der auch. Ja, ich will nicht in den Säuresee. Ich möchte das nicht. Und ich werde es noch. Hier geschehen wieder Dinge. Warum? Achso, das ist unsere Base. Okay. Star-Lord. Opasna Papucha. I see. Du weißt schon, dass man deinen Namen sehen kann, wenn man in deiner Nähe ist. Auf der anderen Seite, ja. Das ist tatsächlich so, es gibt keine stärkere Waffe als die Überzahl. Das versuchen wir gleich nochmal.
So, komm. Win 15 Missions. Nein, ich will nicht zur Garage. Warum hat der eigentlich so eine komische Mütze auf? Lunatics. Und weiter geht's. So. Ist natürlich ein bisschen Gefarme hier in dem Spiel, ne? Das versuchen, irgendwelche Parts zu bekommen, Schrott zu bekommen, um sich neue Sachen zu bauen. Aber das ist nicht anders wie in anderen Spielen auch. Und dann fahre ich gerade mal vor Schreck voll gegen die Wand. Was ist das? Achso. Ja. Wenn man sich so richtig ineinander verkeilt hat, dann wird es schwierig, da wieder loszukommen. Interessant. Wenn wir hier unten scheint ein bisschen Action zu sein. Aber ich versuche nicht in diese Cooldown-Phase von der Waffe reinzukommen. Weil dann kann ich eine ganze Weile lang nicht schießen. Ja, okay. Ist aber manchmal nicht so einfach zu timen. Weil der normale Cooldown, wenn die Waffen nicht überhitzt sind, ist wesentlich kürzer als wenn es soweit ist, dass die Waffen tatsächlich überhitzt waren. Boah, warum kriege ich denn hier von allen Seiten wieder auf die Schnauze? Sorry. Ja. Ich habe einen Gegner zerstört, der Gegner hat mich zerstört. Ist auch gestört. Mit dem. Ha! Ist auf jeden Fall schon mal gesessen. Wird von der anderen Seite angegriffen. Ja. Und das dürfte es auch schon wieder gewesen sein. Ja, da ist die Waffe weg. Kampf scheint nicht so schlecht zu sein. Man muss halt relativ gut gepanzert sein. Und die entsprechenden Waffen dann noch haben. Gucken wir uns das Ding jetzt mal von unten an. Wupp. Wupp. ESP-Test. Wir kommen ins Schleudern. Was? So, Moitz. Ich glaube, da fährt der Hauptpult hin. Bleiben wir einfach mal dabei und halten uns ein bisschen zurück. Vielleicht haben wir dann bessere Chancen. Und ballern einfach mal in die Richtung, wo die Gegner sind. Bams. Ja, wir sollten uns aufteilen. Und eine Abschusshilfe. Sehr schön. Der ist golden. Ein goldener Monster Truck. Ein goldener Silberpfeil. Arschloch. Was? Hat keiner gehört. Das ist so ein Nahkampfputzel, da muss man aufpassen.
er kaputt? Ist du kaputt? Der ist okay. Okay, da sind noch ein paar Gegner. Ha, daneben. Das nicht nochmal. So, wir sind im Waffen-Cooldown. Und wir haben gewonnen. Immerhin ein Sieg. Wir haben ein bisschen Sprit und wir haben ein Flugzeugtriebwerk bekommen. Und wo wir gerade dabei sind, machen wir noch ein weiteres Match. Und dann würde ich die Folge für heute verenden. So, nächstes Gefecht in 3 Sekunden. Dann können wir nochmal hier ein bisschen rumschleudern. So. Ich nehme dann jetzt auch mal wieder mein Felgensilber zur Hand und sprühe mir das auf die Schneidezähne. Ich glaube, ich muss mir den Film nochmal geben. Also der neue Mad Max, der ist echt irre. Also was heißt der neue, der aktuelle Mad Max? Den gibt es ja jetzt auch schon seit 1438 Jahren. What the fuck? Werfsraketen. Jawohl. Und da hat es dann den ersten zerlegt. Der nächste zerlegt nicht kurz als nächstes. Und wir haben alle 3 Waffen noch wieder. Ich sag noch, ich kümmere mich drum, dass das nicht passiert. Alter. Ich würde mal andeuten, dass das ganz gut läuft gerade. Und Flux haben wir 2 verloren. Flofin Barra. Baba. Also quasi ein fluffiger Barbar. Haben wir noch alle Räder? Oder haben wir ein Rad ab? Was war das? Genau. Was zum... Statistik. Gut, kann man hier irgendwie 2000 irgendwas? MVP. Immerhin. Wie kriegen die so fette Waffen mit so wenig Punkten? Das kann ich nicht genau erkennen, wie das vonstatten geht. Aber wir sind... Gut, ich wollte eigentlich rausgehen. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen das hier noch und verabschiede mich schon mal. Dann kann ich nämlich hier so richtig eskalieren. Was ist das, was... Moment, ich will das sehen. Xavier. Ich bin auf mehrere Arten verstört. Ich hab Raketenwerfer, ich will hier weg. Wow! Was zum... Das macht einfach mal nur... Was machst du? Pause. Das Ding ist einfach nur... Was macht das? Das hat irgendwie... 834 Raketenwerfer oben drauf. Dann fährst du da so lang. Und dann
kommen 8 Tonnen Raketen. El Diablo 33. Ja. UFO-Steff. UFO-Steff wird's jetzt reißen. Gut. 11 Schrott. Zurück zur Garage. Und damit würde ich sagen, bis dann. Ciao.